السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Das heißt, jede Seele wird den Tod kosten und dann werdet ihr euren Lohn am jüngsten Tag bekommen. Und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht und im Paradiesgarten eintritt, der hat wahrlich gewonnen. Hier seht ihr Agadir. Im Jahre 1961 gab es hier ein riesengroßes Erdbeben. Und warum zeige ich euch das? Und warum erinnere ich euch an dieser Stelle an den Tod? Niemand soll denken, er würde ewig leben. Niemand soll denken, ich fange irgendwann mal in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 40 Jahren an den Islam zu praktizieren. Denn eine Katastrophe wie diese Katastrophe, wie dieses Erdbeben im Jahre 1961, kann dich jeden Tag treffen. Und außerdem kannst du nur glückselig leben mit dem Islam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau und ist dabei gläubig, dem werden wir wahrlich ein glückliches Leben geben. Und was ist unser Schritt jetzt? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rechne mit dir selber ab, bevor mit dir abgerechnet wird. Denn schaut euch diese riesengroße Stadt an, die wurde 1961 zerstört. Was gibt die Garantie, dass du, dass dein Auto, dass dein Haus nicht heute zerstört wird? Möge Allah uns als